Also wir spielen tatsächlich gegen Mundo Mitte. Das ist ein Banger, ich sag's. Shyvana Mundo Graves. Ohne Spaß. Ich kann kein First Item Blade bauen, weil ich ihn schon Crit-Handschuh gebaut habe. Ich wollte gerne First Item Blade holen. Naja, so kann das auch passieren. Der Blade of the Ring King hat sehr, sehr gut gegen Mundo skaliert, ne? Aber ich muss mir eine Anti-Heal holen. Ich werde es aber, glaube ich, erst nach dem Charge Blade holen. Ja, ich werde, denke ich, erst nach dem Charge Blade das holen. So ein weirdes Setup. Ich hätte eher mit Graves Mitte gerechnet. Aber ist schon in Ordnung. Jo, wir können auch Divine Thunderer spielen diese Runde. True. Die sind halt relativ tanky, vor allem auch wegen der Yuumi, ne? Wegen der Lulu. Können sogar Divine Thunderer spielen, theoretisch. Aber was nehmen wir dann raus? Eventuell Divine Thunderer und die letzten beiden Items rausnehmen? Ja, das passt, glaube ich. Anti-Heal, Divine Thunderer, Infinity Edge, Charge Blade. Ja. Aber wenn, dann hole ich das erst relativ spät dann. Ich finde unser Gentleman's Agreement hier sehr, sehr cool. Dass eigentlich niemand den anderen gerade angreift. Sehr entspannt. Die Kokosnuss. Ist chillige Lane, ne? Normalerweise soll er mich ja richtig hart pushen, damit ich weniger Farm kriege. Deswegen hat er ja einen Lane-Bully gegen mich genommen, ne? Also wie er das spielt, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Aua! Ich dachte, wir hatten ein Agreement, Mister. Also wortwörtlich, Mister. Mister Kokosnuss. Leute, kein Krieg in der Mitte. Hier ist eine friedliche Zone, ja? Stop it. Hier wird nicht gestänkert miteinander. Ich glaube, jetzt haben sie Mundo aggressiv gemacht mit ihrem Aufgetauche. Jetzt mal die Dings wieder. Okay, wer hat mehr gefarmt? Tatsächlich habe ich mehr gefarmt. Der hat tatsächlich im Last Hit gemisst, ne? Mundo, lass mich in Ruhe. Wir hatten ein Agreement. Wir hatten noch ein Agreement, Mundo. Oh. Wie frech. Ja, ich meine, ich habe seine Kollegen angegriffen, ne? War schon gerechtfertigt. Schade, dass der. Ich habe versucht, also ich habe gehofft, dass der Pai früher Knock-Up hatte, deswegen bin ich nochmal reingegangen. Eigentlich hätte ich es auch überleben können, ne? Wäre ich einfach nicht mehr reingegangen, wäre. Okay, das bedeutet Krieg, ne, Mister? Das bedeutet Krieg. Oh, ich meine. Bedeutet das Krieg? Nee, ich bedeutet doch kein Krieg. Ja, aber meint. Ich habe nichts gesagt. Schuhe können wir kaufen. Und dann wollen wir Next Item tatsächlich schon Anti-Heilung holen, ne? Executioners. Na gut, Mundo ist missing. Da kommt der Shyvana aus dem Busch wahrscheinlich, ne? Also wie ich Shyvana würde ich da aus dem Busch springen. Anscheinend kommt sie nicht. Mundo hat einen Doktortitel, ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube sogar einen legitimen Doktor. Engage.
glaube, sogar einen recht legitimen Doktor hat er. Junge, ist der gefährlich. Junge, Junge, ist der gefährlich. Mundo? Ich kann da nicht herein, oder? Oder? Ah, doch, komm. Oder? Oder? Alter. Der Mundo ist echt gefährlich, sag's euch. Der Mundo ist actually scary. So, Execution, das nehmen wir mit. Und dann gehen wir auf den Bogen, weil wir wollen ja Ruined King holen, ne? Next item. Am besten wäre es halt gewesen, wäre einfach mit Drake gegangen zum Traden. Aber wenn die uns beide die Kills geben, dann halt auch so. Oh, good job. Aber wir haben schon insane viele Knock-Ups. Wir haben auch noch Gragas, ne, auf Top-Lane. Da noch reingekonnt. Moin. Shyvana mit Ulti jetzt, ne? Shyvana hätte mich holen können. Hätte Shyvana mich hier engaged, hätte sie mich, glaube ich, holen können. Weil die hatte Ultimate auf jeden Fall ab, glaube ich. So, ich werde noch nicht basen, bis wir... Nee. Dr. Mundo ist ziemlich clever. Der ist nur abgedreht. Ne? Du musst halt überlegen, der Grat zwischen Genie und Wahnsinn, das ist ziemlich schmal. Aber Mundo ist ein sehr, sehr cleverer Mensch. Oder war ein cleverer Mensch. Weiß nicht genau, wie seine Lore ist, aber ich glaube, das ist eh nicht über Singed. Singed ist ja auch relativ smart, aber dreht ja auch immer ab, ne? Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Ich darf Mundo nicht engagen, das war ein riesiger Fehler. Nee, Mundo ist nicht dumm. Dr. Mundo Leak. Ah, nee, doch nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Der ist tatsächlich dumm. Er ist ein selbsternannter Arzt. Der komplett wahnsinnige, mörderische, veranlagte und erschreckende violette Dr. Mundo sorgt bei vielen Bewohnern Zauns für Albträume. Der ehemalige Patient des berüchtigsten Irrenhauses von Saun ist heute ein selbsternannter Arzt. Das heißt, der ist ein Irrer. Na, der ist ein bisschen... dem geht's nicht so gut. Ja, dem geht's einfach nicht so gut. Und er hat einfach selbst gesagt, er ist ein Arzt, ne? Ich nehme alles zurück. Okay, das Game ist irgendwie aus den Fugen geraten, habe ich das Gefühl. Oh, unser Sideliner ist super behind. Junge, wieder der Grave sind 10.000 Gold, ist mir jetzt erst aufgefallen. Oh oh. Ein super fett Graves. Gehen auf jeden Fall auf die Steel Caps.
Geil, 550 Gold. Cool, cool. Ultimate in 20, ja. Mach die weg, mach die weg! Oh oh. Leute, rennt! Ihr seht doch den Teleport! Rennt weg! Hm, ich glaube, ein Sonjas wäre gut in dem Team hier, ne? Ich hatte wieder Ultimate, aber ich hatte keinen Knockup zur Verfügung. Also. Auch wenn der Gegner jetzt noch beide Drachen bekommen sollte, ist das, glaube ich, nicht zu tragisch für uns. Okay, wir haben auch 10k Gold. Tatsächlich. Which is nice. Man Graves. Oh, was ein dickes Schild. Hm. Bin ich der Einzige, der sich in Billow Energy kauft, wenn es diese... Es gibt 51% Gratis-Aktion. Ne, ich bin aber auch ein Freund von Billig Energy, ehrlich gesagt. Also mein liebster Energy ist der von Aldi. Dieser ganz billige Strong Force, glaube ich, heißt der. Oder Flying Force. Ich glaube, der heißt mittlerweile Flying Force. Der hieß früher mal Strong Force und jetzt heißt er, glaube ich, Flying Force. Den trinke ich tatsächlich am liebsten. Und ich trinke auch ohne Geschmack. Am liebsten mag ich Energy, wenn der wirklich nach Energy schmeckt. Und nicht nach Mangosaft. Good job, Team. Ist winnable, ne? Good job, Team. Ich brauche 2200 Gold. Ich werde noch ein bisschen Jungle farmen. Ich will nämlich gerne mein Mortary Miner fertigstellen. Nice. 14.000 Gold. Wir haben nochmal gut aufgeholt wieder, ne? Mortary Miner ist fertig. Jetzt haben wir auch was gegen die Rüstung hier. Also, wie Energy trinke ich eh nicht. Ich trinke mal ein. Kugelhoff brauche ich eigentlich nicht hier. Wenn wir den ausschalten, ist immer Premium. Okay, in den Graves hier. Wir können theoretisch wieder mal auf Ultimate warten, ne? Ich habe meinen Exos hier leider rausgeschmissen. Gar nicht gebraucht. Oh, wir haben sogar den Drake bekommen, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Oh oh. Wie ist das passiert? Sollen wir mal reingucken?
Vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich gehe Blutdurst, oder? Mein Guardian Angel wäre vielleicht besser, aber... Den Fight haben wir so krass verloren gerade, echt. Krass. Den Fight haben wir gerade einfach komplett verloren. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ich weiß nicht, was da gerade schiefgelaufen ist. Ich kann mal Dings tanken hier. Weil verlieren wir leider Midlane, ne? Don't fight, bitte. Eigentlich müssen wir einfach nur chillen. Ich muss einfach nur ein bisschen chillen. Und wenn wir einen Base-Tower verlieren für Baron, ist es eigentlich okay. Ich finde, wir verlieren das Game jetzt, ne? Obwohl. Okay, wieso ist der hier nochmal rein? Tausender Gold Shutdown. Die können halt ohne mich niemals fighten, ne? Und wir verlieren gerade auch in der Mitte. Ich habe dem Tausender Schau. Oder war es ein Tausender eben? War ein Tausender, ja, ein Graves. Aber der war sowieso schon Full Build. Der war gar nicht mehr so problematisch. Ja, wir sind auch Full Build jetzt, ne? Nice, sehr, sehr gut. Well done, Team. Wieso ist das Game so schwierig, frage ich mich. Ich glaube, wir kommen ein bisschen schwierig mit diesem heftigen Engage von Shyvana Lulu zurecht. Weil wir keinen richtigen Tank haben, ne? Aber wir können nicht dieses Front-to-Back spielen von den Gegnern. Und... Die haben eine sehr, sehr stabile Frontline. Lulu hat kein Flash, wissen wir. Lulu hat auf jeden Fall kein Flash. Ich pushe mir die Toplane hier aus. Zum Glück haben wir diesen einen Base Tower hier noch. Aber vielleicht wäre Guardian Angel sogar besser gewesen einfach. Und nicht der Blutdürster. Nein! Ich bin too bad. Ich habe meinen Hit nicht bekommen. Ich habe meinen Q nicht bekommen und deswegen habe mein Q nicht gehittet wegen dem Sonyas, weil ich das mistimed habe. Weil ich das Sonyas mistimed habe, habe ich keinen Lifesteal bekommen. Das war richtig knapp.
Nehme ich Teleport? Oder kann ich laufen? Ich kann laufen, weil Shyvana läuft auch, oder? Ich kann laufen. Wir sind da ASAP hin, ne? Gut, dass sie Mitte gepusht haben noch. Ah, Pike ist Top, Dings ist Toplane. Da müssen wir erstmal raus. Der muss jetzt rein, der Wukong. Wenn er jetzt nicht reingeht, ist er weg. GG. Keine Ahnung, wieso die so lange gewartet haben. Also keine Ahnung, wieso Pike auf der Toplane war. Ja. Keine Ahnung, wieso Pike Toplane war. Und ich weiß nicht, wieso der Wukong so lange gezögert hat. Weil wir hatten den Baron-Buff, ne? Da, das GG. Also Wukong viel zu lange gezögert und Pike Toplane. Am Ende. Boah. Aber wir verlieren sowieso keine Punkte, weil das System ist ja rigged. Ja. Auch wenn wir verloren haben, haben wir immer noch diese geile Loss Protection hier. Zack. Danke. Nichts verloren. GG's.